Der Februar steht ganz im Zeichen von Sicherheit im Internet. Ins Leben gerufen wurde dieser Themenmonat von saferinternet.at. Also saferinternet.at richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche. Unsere Aufgabe ist es, Kinder und Jugendliche, wenn möglich, vor den Gefahren des Internet und des Handys zu schützen. Und das geht am allerbesten, indem man sehr viel Aufklärung betreibt und ihnen verschiedene Aspekte daran einfach zeigt. In dem Moment ist die wichtigste Herausforderung Facebook und da vor allen Dingen die Privatsphäre-Einstellungen, weil viele Kinder und Jugendliche sich damit noch nicht beschäftigt haben. Am 8. Februar fand weltweit der Safer Internet Day statt. Saferinternet.at nutzte diesen Tag für ein Netzwerktreffen, an dem sowohl Mitarbeiter als auch zahlreiche Kooperationspartner teilnahmen. Das Team ist stetig am Wachsen, was im Hinblick auf die Gefahren, die im World Wide Web und Co. lauern, nicht verwunderlich ist. Also grundsätzlich passiert viel mit Bildern, sozusagen, dass Bilder verwendet werden, die an sich lizenziert sind, wo es natürlich einen Urheber gibt fürs Bild und dieser Urheber normalerweise auch Geld dafür bekommen würde. Sexting. Also unter Sexting, das Wort setzt sich zusammen aus Sex und Texting. Also gemeint ist, dass man eben also Nacktbilder vor allem eben per SMS oder per Instant Messenger oder auch übers Internet generell verschickt. Cybermobbing. Es werden die sozialen Netzwerke verwendet, es wird YouTube verwendet. Ich denke mal, ja, die Palette ist groß. Internetsucht. Es ist so, dass man natürlich immer sein eigenes Kind selbst genau anschauen muss, aber es gibt schon gewisse Anzeichen, wo man sagen kann, jetzt wird es gefährlich. Anzeichen wären zum Beispiel, wenn die Schulleistung nachlässt. Rechtsradikalismus. Man muss ja relativ gutes Wissen dazu haben, dass man weiß, ist das jetzt da wirklich jetzt der rechtsradikale Seiten, weil ganz, ganz viel eigentlich unterschwellig läuft in diesem Bereich. Das heißt, das wird mehr oder weniger unterwandert. Online-Games. Wenn man aber selbst merkt, dass man mehr Zeit drin verbringt, als man eigentlich vorgehabt hat, dann wird es Zeit, sich mal anzuschauen, was man da findet drin in diesem Spiel. Es gibt also noch viel zu tun und es ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn es gilt zu bedenken, it's more than a game, it's your life.